Ja, guten Tag, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wie hier in Berlin bei der Zwischenkundgebung vor dem ARD-Hauptstadtstudio gehen heute Menschen in zahlreichen anderen Städten für ihre Privatsphäre auf die Straße und auf die Plätze. Für viele Menschen stellen die gebührenfinanzierten Sender die vierte Gewalt dar. Einer ihrer wichtigen Aufgaben ist die neutrale Information über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Einige bekannte Fakten über die NSA. Staatliche Aufgaben der Sicherheit werden von Privatfirmen, deren wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen, ausgeführt. Totale Überwachung jeder Kommunikation. Erstellung von Bewegungsbildern. Generalverdacht und Aufhebung der Unschuldsvermutung. Demokratische Kontrolle ist ausgeschlossen. Geheimverträge und Verschwiegenheitspflichten für Mitarbeiter und gewählte Volksvertreter. Des Kaisers neue Kleider. Ein Märchen, an dessen Ende der Kaiser nackig, weil schlecht beraten dasteht, erinnert mich stark an die derzeitige Situation. Nur, dass es die Bevölkerung ist, die nackig dasteht, eingehüllt lediglich in Sicherheitsversprechen gegen ihre Ängste. Die Sicherheitsmaßnahmen sind längst selber zu einer Bedrohung geworden, nicht zuletzt für die freie Berichterstattung. Die Privatsphäre befindet sich in Auflösung. Es ist im eigenen Interesse der Journalisten, sich für eine Demokratisierung der Dienste, falls das überhaupt möglich ist, einzusetzen, sofern man sich als unabhängig von der jeweiligen Regierung und der Wirtschaft begreift. Ein Szenario, in dem Konzerne noch vor der Veröffentlichung von kritischen Artikeln oder Positionen intervenieren können, ist nicht undenkbar. Der Schutz von Informanten und Informantinnen kann angesichts der flächendeckenden Überwachung nicht mehr gewährleistet werden. In einem Interview mit dem Norddeutschen Rundfunk sagte Smarden, dass er umfangreiches Material Journalisten übergeben habe und nun deren Aufgabe sei, zu entscheiden, was veröffentlicht werden darf und was nicht. Das Interesse ist groß. So dürfte es die Mitarbeiter und Gesprächsführung der Arbeitnehmer der Opel AG interessieren, woher General Motors die Verhandlungslinie um das Bochumer Werk kannte. Nicht weniger interessant ist, warum unsere Schutzmacht, die USA, die Terroranschläge der NSU nicht bemerkt und zur Festnahme der Bande und ihrer Unterstützung beigetragen hat. Wo es doch eigentlich darum geht, den Staat vor Angriffen auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen. Sie haben zumindest versagt. Es geht um die Entgleisung. Menschen, die für die Medien arbeiten, stehen unter denselben Zwängen und Hoffnungen wie jeder andere auch. Angetreten mit den besten Absichten, einen erfüllenden Job zu machen, landet man in einem satt und sauber Betrieb. Dort herrscht das Prinzip des Marktes. Und so manche Information wird von den Medien blutig entlassen. Wir sehen es derzeit an der Berichterstattung zur NSA und dem Datenschutz insgesamt. Regierungspropaganda wird zu Tatsachen erklärt. Die Haltung der Regierung werden übernommen, die ihre Entscheidung auf Grundlage von eben den Geheimdiensten treffen, die kaum demokratische Strukturen besitzen und keinerlei Kontrolle unterliegen. Der beste und preiswerteste Schutz gegen Datenmissbrauch ist es, diese erst gar nicht zu erheben. Die öffentlich-rechtlichen Sender müssen hier reagieren. Es geht nicht nur um ihren Fortbestand und ihre Glaubwürdigkeit, es ist schlicht und ergreifend ihre Aufgabe. Pressefreiheit und die persönliche Freiheit des Einzelnen gehören zur Demokratie wie die Privatsphäre zum Individuum. Sie sind unabdingbar. Vielen Dank.